So, hallo, wir machen weiter bei Magnolia. Mittlerweile hat der erste Part tatsächlich hochgeladen, glaube ich. Ja. Der zweite, dritte und vierte laden jetzt hoch. Und wir nehmen den fünften auf. Wir sind im letzten Level angekommen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Nachdem ich halt jetzt das vorletzte Level richtig rumgefailt habe, habe ich ein bisschen die Befürchtung... Wait, ich kann da drüber fliegen. Was ist hier? Ist hier Secret Stuff? Hä? Was ist hier? Ich gehe mich gerade nochmal umbringen. Ich will nochmal das Level vom Anfang sehen. Wäre es hier gar nicht reingegangen? Okay, doch, da kann man auch rein. Dann müssen wir das Level auf jeden Fall auf alle verschiedene Wege spielen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass man da hinten einen anderen Weg hat. Okay. Aber da kam ich nur mit der Feder jetzt hin, oder? Ich glaube, ja, mein Gott, da sind Stacheln an der Decke. Die sind da ganz schön gemein. Nicht den Knochen. Okay, ich brauche den Block da. Boy. Ah, das ist... Okay, das Leben... Keine Chance. Das Leben brauche ich, wollte ich sagen. Und da war es vorbei. Okay, aber wir können diesmal mit 5 Leben hier starten. Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Jetzt will ich mal wissen. Wenn man jetzt keine Feder hat, kommt man dann auch da hoch? Sind da vielleicht Blöcke in der Wand oder sowas? Oder kommt man hier wirklich nur mit... Oh, okay, das ist ein Pilz. Ja, da kommt man wirklich nur mit Feder rüber. Okay, dann müssen wir dieses Secret. Komme ich da runter? Will ich da runter? Ja, dann müssen wir dieses Secret da, nachher machen, wenn wir wieder eine Feder haben. Müssen wir auf jeden Fall da nochmal hingehen. Jetzt spielen wir erstmal den normalen Weg. Ah, das ist schon mal gut zu wissen, dass es das gibt, ne? Hätte ich jetzt vielleicht gar nicht gemerkt, wenn ich im letzten Level mir keine Feder geholt hätte. Also alles hat einen Sinn, was passiert. Auch mein Failen. Ja, das sind normale Kaputtmachblöcke. Dann lassen wir die mal nicht kaputt machen vielleicht. Nicht wieder in die Stacheln rennen. Aber an die Sägen auch nicht. So, diesmal holen wir uns das Leben. Und zwar richtig. Ohne dass der Kollege uns hier Probleme macht. Nice. Tür. Ich hatte kurz Bedenken, dass es anfängt zu scrollen und ich mich beeilen muss. Aber muss ich zum Glück nicht. Nee, lass mal die Dinger, wo sie sind, bitte. Wow. Wow. Okay, Mecha Koopas. Zum Glück keine Laser schießen. Vielen Dank dafür. Und... Oh. Die nicht nach einem Timer wieder aufstehen. Wenn man sie die ganze Zeit durch die Gegend schubst. Nicht wie Mario Maker. Da sind die komplett kaputt. Okay, Pilz. Aber ich mag diese Ruinen hier außenrum auch. Das ist...
Das ist schön gebaut. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das ist echt ein schöner Hack. Und er wird jetzt auf Ende zu richtig anspruchsvoll. Also Welt 2 hat enorm angezogen. Welt 1 war echt noch sehr einfach spielbar. Welt 2 ist jetzt tatsächlich schon eher eine Schwierigkeitskurve. Mist. Eigentlich brauche ich den Pilz da gar nicht holen. Weil wenn ich den Pilz hier oben runterziehe und die Blume einsammle in dem Ding da gleich, dann ist es eh das gleiche. Blume! Und wenn ich es bis zu dem Leben schaffen sollte, dann haben wir zumindest... Dann haben wir zumindest immer eine ganz gute Ausgangsbasis. Gott. Das ist passiert. Also ich sehe, wir brauchen definitiv einen ganzen Part für das letzte Level. Uff. Eieiei. So. Ich musste mich kurz kratzen, deswegen konnte ich nicht auf den Block springen. Okay. So weit, so gut. Jetzt mal hier einfach den Sprung nicht mehr versauen. Dankeschön. Und jetzt hier hinten nicht einfach runterlaufen. Zwei Voraussetzungen erfüllt. Hier lassen wir uns bitte nicht treffen. Hier auch nicht. Und dann haben wir das Leben schon so gut wie sicher. Ja, also jetzt kannst du das Leben keiner mehr wegnehmen. Kannst zwar vielleicht noch die Blume verlieren und so, aber das Leben da unten, das Leben hole ich mir sicher. Wenn ich nicht den Block jetzt noch versaue, okay. So. Auch schön, dass hier unten nochmal ein Mancher ist, falls man hier die beiden Ninjis versaut. Sonst hätte man keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Also, man kommt halt mit dem Tod dann da raus, aber ist ja auch eine Möglichkeit. So, wir gehen vielleicht den anderen Weg. Der Mecha-Cooper-Weg hat mir kein Glück gebracht. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Vielleicht gehen wir doch den Mecha-Cooper-Weg. Mit Shell. Das ist der Weg. So. Hops. Und diesmal fällst du mir nicht ins Gesicht. Sondern ich dir. Aha. Okay. Textbox. I keep falling, but never falling 6 feet deep. Ich bin in der Tat recht oft gefallen. Du hast da was, Kugel. Du hast da was. Beziehungsweise du hast da was nicht ge... Oh, wait! Oh, Mist. Okay, man kommt zum Glück hoch. Ich hab schon gedacht, ich hab's versaut. So. Okay. Power-up oder mit Waypoint wäre jetzt ganz nett. Wann macht er den hohen Sprung? Okay, gar nicht. Mit Waypoint. Okay, nice. Schuh. So. Okay, das ist nur ein kurzer dunkler Gang. Schon wieder vorbei.
Das ist die Stelle, wo man runterfällt. Das heißt, das ist eine Abkürzung. Es ist eine Abkürzung, wenn man die Feder hat. Huch, und da kann man rein. Ach so. Man kommt normal hier auch wieder raus. Ist das dann... Soll man dann eigentlich gar nicht da oben drüber kommen? Und das ist einfach nur so gebaut. Aber warum macht man dann da eine Lücke hin, wenn man da nicht eigentlich drüber soll? Man konnte ja drüber. Aber jetzt... Okay. Okay. Do not waste the limited time you have here on Earth. Ja. Das ist ein sehr guter Point of Advice. Lebenszeitverschwendung ist schlecht. Ist jetzt die Frage, verschwende ich gerade meine Lebenszeit, indem ich Let's Plays aufnehme? Sollte ich nicht lieber mich stattdessen um, keine Ahnung, andere Dinge kümmern? Aber an sich ist ja das, was ich gerade machen will, also... Ist das jetzt verschwendete Lebenszeit? Eigentlich noch nicht. Wann genau verschwendet man seine Lebenszeit? Gute Frage. Jetzt könnte ich hier wieder... Jetzt könnte ich aber richtig rohlos philosophieren. Jetzt könnte ich hier richtig los philosophieren. Uff. Weil das ist schon eine gute Frage, so. Aber das zeigt uns ja eigentlich auch gerade die Corona-Zeit jetzt, dass ja plötzlich wieder Dinge ganz anderen, einen ganz anderen... Oh Gott, das war keine Unklug, aber passt. Einen ganz anderen Wert haben als früher. So, hua, weil ganz viel für uns selbstverständlich erschien, was plötzlich überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Zum Beispiel, dass wir rausgehen können. Weil jetzt können wir es ja stellenweise wieder. Aber huf. Oh nein, ich werde es hier nicht noch sterben. Oh nein, du gehst nicht zu mir. Du gehst weg. Okay, in der Mitte. Nein! Ich habe Wendy verkackt. Zwar eine andere Version von Wendy, aber ich habe Wendy verkackt. Mist! Und wir nähern uns schon wieder dem Game Over, ne? Aber ich könnte ja einfach mit einer Feder, könnte ich ja praktisch direkt hier nach hinten kommen. Wie gesagt, ich weiß, ob das so gedacht ist, aber ich meine, warum lässt man da sonst eine Lücke offen, ne? Das ist schon so gedacht gewesen, dass man das nutzen kann. Aber wofür ist die Shell eigentlich da? Also, um sich selbst abzuschießen. Ja, Mensch. Habe ich das wieder toll gemacht gerade. Wow. Oh mein Gott. Ach, natürlich, für draußen. Ich habe sie ja draußen genutzt, die Shell, um da hochzukommen. Guten Morgen. Aber, wenn wir jetzt mal, also ich meine, jetzt haben wir dann ja... Jetzt haben wir dann ja praktisch fast alles von dem Heck gesehen. Wait, da wollte ich nicht nochmal rein eigentlich. Ist so garantiert nicht. In jedes Level gehe ich nochmal rein, aber nicht in das. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt haben wir ja so gesehen, so gut wie alles vom Heck gesehen. Ich meine, wenn wir den Boss geschafft haben, ist der Heck durch. Also kann man ja trotzdem schon mal ein paar Sachen sagen. Ich fand's insgesamt sehr schön. Ich mag die... Die Levelnamen haben alle in gewisser Weise einen Sinn gehabt. So, es hatte zum einen recht viel immer mit Musik zu tun. Wahrscheinlich sogar immer und manche erkenne ich einfach nicht. Und zum anderen... Wow. Und zum anderen,
haben sie auch zum Level selbst gepasst. Also die waren durchdacht, die Levelnamen. Das fand ich sehr schön. Die Level hatten auch immer ein passendes Thema. So, es war nie irgendwie, dass man sagen kann, das Level ist so wie das andere. Auch das war sehr angenehm. Dadurch war es auch abwechslungsreich. Ach ja, da war ja ein Pilz. Und... Oh, verdammt. Sind das 6 Blöcke? Oh ja, da komme ich hoch. Okay, da komme ich hoch. Puh, muss ich doch nicht den Mannschaft nutzen. Puh. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte es gerade von abwechslungsreich, bei den Leveln. Von dem Konzept her, von den Ideen her. Ah ja, und die Idee... Na toll. Und die Schwierigkeitskurve war auch sehr spürbar. Also es ist tatsächlich auch schwieriger geworden. Am Anfang wirklich noch sehr angenehm. Was man auch Anfängern empfehlen könnte. Ab später dann nicht mehr. So. Die Level hier sind dann schon nicht mehr so für Anfänger gedacht. Die Textboxen waren cool. Man hat sich immer wieder gefreut, wenn man eine gefunden hat, weil da ein cooler Spruch kam. Und jetzt ist die Kugel in Ordnung gewesen. Gut, dass wir es nochmal gespielt haben. Die Kugel kann also auch normal aussehen. Ja. So viel von mir, was mir jetzt so alles eingefallen ist, was ich sagen wollte. Na so offen. Ah, dafür war jetzt das Ding nicht da. So offensichtliche Sachen wie, keine Ahnung, schöne Paletten, schönes Leveldesign und so. Das ja, das ist sowieso erkennbar. Ich denke, das muss man nicht noch extra sagen. Also sollte man schon sagen, aber ich meine, das seht ihr auch selbst. Und das, ja gut, die Textboxen seht ihr auch selbst. Ach, keine Ahnung, was ich rede. Ich weiß es nicht. Lasst mich reden, danke. So, es wäre cool, wenn wir das jetzt one-shotten, ne? Oh, ich dachte, da ist was drin. Ich bin schon über Boni gefroren. Oh mein Gott! Wir schotten es nicht one. Schade. Weil mich die Rhinos da mal eben ein bisschen... lieb hatten. So. Jetzt schaffen wir das hier. Ach ja, hier kam der... Koopa! Okay. Und da ist die Tür. Nice. Mit Pilz zu Wendy. Das kann jetzt nicht mehr schief gehen. Also da müsst ihr jetzt schon richtig Quatsch machen. Lieber treffen wir ein paar Mal Wendy nicht. Oder sie taucht auch einfach gar nicht auf, als sie jetzt in der Röhre hier unten gewesen wäre. Jetzt ist sie fertig. Okay, es könnte jetzt natürlich rein theoretisch so sein, dass Wendy immer hier oder hier auftaucht. Weil sie taucht ja random auf. Ich glaube nicht, dass sie eine Wahrscheinlichkeit hat, um in jeder Röhre irgendwann mal auftauchen zu müssen. Also theoretisch... Ist das möglich? Liebe SMW-Leute. Hat sie für jede Röhre die gleiche Wahrscheinlichkeit? Wäre es also im Bereich des Möglichen, dass sie, wenn man das so baut, nie auftaucht, sodass man sie treffen kann, weil sie hinter den Steinen in den Röhren rauskommt? Oh. Wäre das möglich? Also ist die Wahrscheinlichkeit für jede Röhre 1 zu 1 durch Anzahl der Röhren? Wahrscheinlich ja.
Wäre jetzt zumindest für mich so das, was ich mir vorstellen kann. Weil im Normalfall kannst du ja jede Röhre betreten. Also im Normalfall kannst du ja auf... Hast du ja auf jede Röhre Zugriff. Und in dem Fall sind jetzt ja zwei Röhren durch die Steine geblockiert. Sodass sie da also nicht mehr raus kann. Aber in der Zeit... Ich meine, es ist so eine lange Zeit, in der man sie bekämpft. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, dass sie überhaupt nicht auftaucht. Na? Du nimmst ja nur zwei Möglichkeiten raus von... Wie viel sind das? Sieben, glaube ich. Sind das sieben? Ja, das müssten sieben Röhren sein. Drei in der... Drei links, drei rechts und eine in der Mitte. Ja, es sind sieben Röhren. Und dass sie innerhalb von 300 Mario-Sekunden nicht zumindest dreimal in den Bereichen auftaucht, das ist halt sehr unwahrscheinlich. Es ist, glaube ich, möglich. Ich denke, möglich müsste es sein. Jetzt ist sie zum Beispiel hier oder da drüben aufgetaucht. Jetzt ist sie da. Ah, ich habe sie nicht erwischt. Nein, jetzt ist sie nicht erreichbar. Jetzt. Das war riskant, aber das Ding geht kaum zu Glück kaputt, wenn man sie trifft. Puh. Aber wäre lustig, wenn man da tatsächlich mal einen Durchlauf hätte, wo sie einfach gar nicht auftaucht. Das wäre lustig. Thank you. Das ist aber auch nicht die Nintendo-Konsole. Das ist ein Ei. Boom. Haha, Mario was toasted. His match level rose up though. And still no news about his lost Super Nintendo. Wait, sind wir da noch gar nicht durch? Er hat sein Super Nintendo nicht gefunden. Oh. Oh. Oh, das ist... Ach so, das ist nur eine Textbox praktisch. Ich wollte jetzt ein Level spielen. Okay, wir spielen kein Level. Hey, you made it. Thanks for playing. This picture here is the reward for your efforts. See ya. Danke, aber Mario's Nintendo, wo ist deine Konsole? Ja, jetzt müssen wir leider alle Level nochmal durchlaufen. Wir haben die Konsole nicht gefunden, ne? Okay, schöner Hack. Schöner Hack. Ich hoffe, es war auch ein schönes Let's Play. So ein bisschen zumindest. Hat mir echt gefallen. Echt cool. Ich weiß nicht, ob du das hochlädst auf SMS Central Rapture oder nicht. Wenn du es hochlädst, würde ich es in der Beschreibung natürlich verlinken. Aber ich glaube, noch ist es nicht hochgeladen. Also aktuell kann ich nur dich verlinken in der Beschreibung. Wir werden sehen. Das war jedenfalls Magnolia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir machen dann wieder mit Maker-Stuff wahrscheinlich hier nach weiter. Aber ihr wisst Bescheid, jetzt ist wieder Schule und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass es mal Tage ohne Upload gibt. Ihr kennt das mittlerweile, ja. Und tschüss!